Ich möchte vorausschicken, dass unsere Fraktion Kultur als Staatsziel nicht a priori ablehnt. Im Gegenteil, der Erhalt der deutschen Kulturnation ist ganz sicher eine wichtige Aufgabe auch des Staates und der Politik. Bei uns schrillen nur alle Alarmglocken, wenn wir hier dieses Anliegen hören, aufgrund der Erfahrungen mit der Kulturpolitik der amtierenden Regierung und der BKM, Frau Roth. Ich zitiere da aus dem Koalitionsvertrag. Wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel verankern und treten für Barrierefreiheit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. Zitat Ende. Also das ist ja eigentlich das Paket, um das es geht. Wir haben es jetzt auch in der Stellungnahme der Grünen noch mal in aller wünschenswerten Deutlichkeit gehört. Es geht hier viel mehr um Vielfalt als um die Kultur als solche, schon gar nicht um die deutsche Kultur. Auch das Statement der grünen Sachverständigen, das ich mal zusammenfasse und in dem Stichwort nie wieder Goethe spricht, ja auch eine ganz klare Sprache. Und wenn Frau Roth von Vielfalt spricht, dann ist auch klar, was gemeint ist. 2008 sagte sie unter Bezug auf die UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt, wir wollen sie nutzen und mit Leben erfüllen, auch gegen ein borniertes Denken und eine populistische Politik, die Monokultur will statt Vielfalt, die uns abschneiden will von den Quellen der Kreativität. Zitat Ende. Das Problem ist, dass mit Monokultur offensichtlich die Jahrhunderte in sich sehr vielfältiger deutscher Kulturgeschichte gemeint sind. Und diese linksgrüne ideologische Deutung, die soll nun offensichtlich zum Staatsziel erhoben werden, zumindest von den Kollegen der grünen Fraktion. Ja, vielen Dank. Wir haben uns vorgenommen, die Kultur als Staatsziel zu verankern. Und uns Grüne ist wichtig, auch zu sagen, Kultur in ihrer Vielfalt. Die Enquete-Kommission war sich ja einig, Staatsziel Kultur, und hat auch die Frage debattiert, was ist Kultur? Und die Kultur gibt es nicht. Ich glaube, darüber sind wir uns an dieser Stelle einig. Auch die Bedeutung der Kultur, Herr Zimmermann sagte schon, in der Corona-Zeit wurde sehr deutlich, was Kultur für unsere Gemeinschaft eigentlich bedeutet. Wenn wir aber nun sagen, wir verankern Kultur als Staatsziel, meiner Meinung nach geben wir die Deutungshoheit auf, welche Kultur und was für eine Kultur gemeint ist, wenn wir das auch nicht benennen, dass wir eine vielfältige Kultur meinen. Ich bin Juristin und weiß, dass da der Wortlaut zählt. Und wenn da im Wortlaut nicht steht, dass die Vielfalt wichtig ist, dann liegt das im Auslegungsbereich der Juristen und nicht der KulturpolitikerInnen. Etwas gegen Kultur. Wir alle leben mit Kultur, erleben gerne Kultur. Und es geht also an dieser Stelle nicht darum, irgendwie Kulturfeinde gegen Kulturfreunde auszuspielen. Die Frage ist allerdings, ob wir wirklich einen positiven Effekt haben in der beschriebenen Weise, wenn wir das in das Grundgesetz hineinschreiben als eine objektivrechtliche Staatszielbestimmung. Und das kann man, glaube ich, aus mehreren Gründen bezweifeln. Ich will nur zwei eingangs erwähnen. Das eine ist, dass ich nicht glaube, dass die realen Folgen, wie Sie das beschrieben haben, eben zum Beispiel in der Pandemie andere wären. Das sehen wir deshalb, weil eben auf andere Verfassungsgüter, die explizit erwähnt werden, und die Kultur wird natürlich auch schon geschützt, ebenfalls in der Pandemie aus Gründen, über die man dann ja streiten kann, als weniger gewichtig behandelt wurden. Das hätte sich, glaube ich, nicht grundlegend geändert. Und das Zweite ist, dass wir insgesamt aufpassen müssen, wie stark wir unser Grundgesetz mit Erwartungen aufladen, Verfassungsvoraussetzungen zu verfassungsnormativen Begriffen umformen. Der Forderung nach so einer Staatszielbestimmung, also verfassungsrechtlich nicht. Die unvernünftige Politik kann immer auch so gemacht werden. Auch da wurde ja schon auf Corona verwiesen, da wäre nichts anders gewesen, wenn die Kultur im Grundgesetz gestanden hätte. Was häufig missverstanden wird, ist, und das steht eben hinter solchen Forderungen, wie Staatszielkultur auf Bundesebene aufzunehmen ist, dass die Verfassung eben kein Sammelsurium an Symbolen oder Symbolbegriffen ist, die dann für richtige, schöne und wichtige Dinge stehen, sondern die Verfassung ist ganz einfach die Betriebsanleitung für den Verfassungsstaat. Und da steht nicht drin, was schön, richtig und wichtig ist, sondern was da reingehört. Und in einem Verfassungsstaat, in dem eben die Kulturhoheit der Länder vorgesehen ist, gehört ein solches Staatsziel ganz einfach nicht in die Verfassung. Wenn wir es hätten, würde es eben nicht viel ändern. Würde keine Ansprüche begründen, schon gar keine Leistungsansprüche, Zahlungsansprüche, würde an der Kompetenzordnung, wie gesagt, nichts ändern. Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt zunächst noch etwas vorwegschicken. Herr Gründel, ich hatte gerade gesehen, dass Sie bei Messenger-Dienst X geschrieben haben, CDU, CSU stimmt in den schrägen Chor der Rechtsextremisten ein. Ich finde es echt hochproblematisch.
da veröffentlichen. Bitte hören Sie auf, diese Narrative zu verbreiten. Sie tun den gesamten gesellschaftlichen Diskurs alles andere als gut. Wir haben drei renommierte Verfassungsrechtler. Und Frau Butte, uns ist eben wichtig, dass genau diese Perspektive eben auch eine Rolle in dieser Anhörung spielt. Sie ist nämlich tatsächlich von hohem Wert. Und ich bitte daher, erstmal die Stellungnahmen, Positionierungen ein Stück weit zur Seite zu nehmen und tatsächlich unseren Sachverständigen hier den Raum einzunehmen. Und die Verknappung, dass, wenn man das Staatskultur kritisch bewertet, gleichzeitig gegen eine gut ausgestattete Kulturpolitik ist, also diese Verknappung, die empfinde ich als schräg. Frau Dr. Schenderlein, der Tweet, auf den Sie angesprochen haben, thematisiert das, was die Ausschussvorsitzende und auch Frau Glukowski-Merten hier auch thematisiert haben in ihren Stellungnahmen. Und zwar, Sie haben den Satz, den Tweet, nur die Hälfte davon vorgelesen. Entscheidend ist, es geht nicht um Ihre Fachleute. Die können uns das wissenschaftlich darlegen, zu welchen Schlüssen sie kommen. Es geht um Sie. Und der Tweet heißt, die CDU-CSU verabschiedet sich gerade von ihrer Kulturpolitik der letzten Jahre. Und das ist eine Feststellung, die ich hier treffe, die Sie nicht widerlegen können. Und die Art und Weise, wie Sie hier formuliert haben, zeigt, wie schwach Sie in der Argumentation sind, Ihre neue Linie jetzt festzulegen und warum der Wechsel ist. Ja, ich möchte noch mal darauf eingehen, auf das, was jetzt die anwesenden Verfassungsrechtler mehr oder weniger doch übereinstimmend dargelegt haben, nämlich dass eine solche Aufnahme des Staatszieles Kultur in das Grundgesetz doch weitgehend eher eine symbolische Funktion hätte und man nicht unmittelbare Ansprüche daraus ableiten könnte und es auch keine unmittelbaren Folgen hätte. Und es sogar zu Enttäuschungen führen könnte, weil man damit sozusagen irgendetwas in den Raum stellt. Wenn das so wäre, dann könnte man natürlich sagen, boah, wenn das nur symbolisch ist, dann schreiben wir eben einen Satz rein, ob nun den oder den anderen, ist ja ganz egal. Die Verbissenheit, mit der hier aber von Seiten der SPD und auch der Grünen, der Tweet spricht ja auch dafür, gekämpft wird, und zwar auch für eine bestimmte Formulierung, die nämlich den Satz Vielfalt als Staatsziel enthält aus dem Koalitionsvertrag. Also darauf kommt es Ihnen ja an. Der alte Satz aus der Enquete-Kommission, der ist Ihnen ja scheinbar zu wenig, dem wahrscheinlich damals auch noch die CDU mitgetragen hat. Also da muss man sich schon fragen, warum wird so verbissen darum gekämpft? Und das weckt in mir schon ein bisschen, muss ich sagen, auch die Befürchtung, dass Sie darauf sich schon beziehen wollen mit weiteren Gesetzgebungsverfahren in eine bestimmte Richtung. Und wenn ich dann schon in dieser Debatte mitbekomme, dass aus dem Kreise der Sachverständigen kritisiert wird, dass Goethe und Schiller einen Beitrag der Presseabteilung des Deutschen Bundestages, also mit Goethe und Schiller, das bebildert worden ist und das wird kritisiert. Ich habe mich zum Beispiel heute früh gewundert und dann wiederum nicht gewundert, dass auf der Profilseite des Kulturausschusses und gerade zu dieser Sitzung Goethe und Schiller vor dem Weimarer Staatstheater abgebildet waren. Das finde ich einen verengenden Kulturbegriff, wenn das sozusagen, und das ist Symbolpolitik, wenn dieses Bild sozusagen für den Kulturausschuss und die Debatte zum Kulturstaatsziel aufploppt, dann frage ich mich, was ist hier eigentlich gemeint, wenn wir vom Schutz bzw. der Förderung von Kultur sprechen wollen? Also sind wir ernsthaft so weit, dass Goethe und Schiller nun nicht mehr für Kultur stehen dürfen? Und Frau Vorsitzende, Sie haben das sofort aufgegriffen und wollten mit der Pressestelle hier in Kontakt treten. Also ich darf daran erinnern, Goethe ist nicht nur ein deutscher Autor, das ist Weltliteratur. Und natürlich ist das hier symbolisch gemeint gewesen und ist keineswegs so zu verstehen, dass andere dadurch ausgeschlossen wären.